Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu Julia Among the Stars. Beim letzten Mal sind wir in diesem komischen Raum gelandet und haben da versucht ein Rätsel zu lösen. Ich weiß nicht mehr so viel davon, denn die letzte Aufnahme ist für mich schon eine ganze Weile her. Aber ich erinnere mich an das Bild hier wieder und da müssen wir ja die Geschichte dieser Einwohner da nochmal rekonstruieren. Und die ist eigentlich so richtig, so wie ich das sehe. Aber offensichtlich geschieht da ja nichts. Also müssen wir doch noch irgendwas ändern. Ich werde einfach nochmal die Geschichte von vorne durchgehen. Aber Moment, kann ich die... Ach so, nee, jetzt habe ich den Planeten weggemacht. Kann ich das alles... einfach anklicken. Okay, dann geht das alles nochmal weg. So. Und das ist die neue Welt hier. Okay, also. Zuerst hatten sie blühende Städte. Dann wurden die Städte kaputt gemacht. Achso, da unten steht's ja, genau, richtig. Die ewigen, Moment, das da? Nochmal zurück. Die Ambrosianer, genau, lebten einst in einer blühenden Welt. Achso, ja, dahin. So, die Ehrwürdigen sprengten ihren Planeten. Genau, das hatte ich doch vorhin anders. Einige Ambrosianer wurden in eine neue Welt gebracht. Ja, ich pack das jetzt dahin. Das war ja vorher da. Es macht natürlich Sinn, erst einige wegzubringen und dann den Planeten kaputt zu machen. Aber vielleicht ist das ja andersrum. Okay. Dann vergifteten den See. Ambrosianer starben an dem Gift. Ja, das macht ja Sinn. Was ist denn das? Ein Raumschiff kam an. Die Mannschaft feuerte auf die Ambrosianer. Ja, okay, das kommt dann dahin, das kommt dahin. Moment, dahin. So, und dann muss erst der See vergiftet werden und dann starben die an dem Herzlichen Gift. Herzlichen Glückwunsch. Ha. Du verstehst nun vollständig die Auslöschung der Ambrosianer und ihre drei Strafen. Zuerst wurde ihre Heimat vernichtet, weil sie als zu weit entwickelt angesehen wurden. Nachdem sie nach Ambrosia zum Sterben gebracht worden waren, erbauten sie dort eine neue Heimat. Nach einiger Zeit stellte ihre Entwicklung erneut eine Gefahr dar. Deshalb wurde die Essenz ihres Lebens mit einer abscheulichen Flüssigkeit infiziert. Sie wurde giftig. Nur eine Handvoll von ihnen war noch am Leben, als sie von einer weiteren empfindsamen Art besucht wurden. Viele Ambrosianer starben durch die Hände dieser Art. Dies wurde als die dritte Bestrafung gewertet. Aha, nun sind wir Bilde. Okay. Dann mal schauen, wie es jetzt weitergeht. So, jetzt kann ich wieder was machen. Rechte Tür, da haben wir doch schon mal reingeschaut, oder? Ich glaube schon. Ja, doch, an das kann ich mich erinnern. Da ging es ja nicht weiter. Nochmal eben zurück. Wie sah es hinter der linken Tür aus? Ah, da war das mit dem Stuhl, genau. Naja, okay, wenn wir schon hier sind, bleiben wir auch gleich da und gucken uns mal den Bildschirm an. Oder ist da noch was anderes? Nein, ich sehe da so weiter nichts. Okay, Bildschirm. Ja, und jetzt? Hier? Knopf? Zurück? Nee, zurück will ich jetzt auch nicht. Okay, dann drücke ich mal den Knopf. Ja, dann eben so. Aha. Ith war ein bedeutender Held Ambrosias. Nur wenige wissen, dass er seine Aufgabe nicht freiwillig bewältigte. Er wurde einfach weggebracht. Wie auch immer, seine Geschichte ist entscheidend für die Geschichte des gesamten Sonnensystems. Kannst du sie rekonstruieren, indem du die Ereignisse in die richtige Reihenfolge bringst? Oh, ja, das weiß ich nicht. Ich versuch's mal. Also ich sehe da unten 5 Plätze und da oben 4. Das gibt 9 und das sind 3x3, also passt das da. Es geht hier oben los, da. Okay, so. Da steht auch was dabei. Ith entkam in einem Raumschiff der Ehrwürdigen. Okay. Was haben wir denn da? Ith verletzte und erzürnte Xir. Aha. Ith kehrte nach Ambrosia zurück. Ich habe so das Gefühl, dass wir auf diesem Mond hier, auf dem wir sind, wohl erst irgendwie ganz zum Schluss kommen sollten. Aber ja, macht da nichts. Ith kehrte nach Ambrosia zurück. Okay. Auf Ambrosia wurden die Ehrwürdigen mit einem Ritual gerufen. Okay. Ith wurde von Xir angegriffen. Das war da doch umgekehrt. Ja, so ungefähr. Ith wurde von den Ambrosianern getötet. Ith wurde an den Ort im Nebel gebracht. Ith wurde von den Ehrwürdigen entführt. Oh Gott. Ith errichtete die 4 Obelisken auf Ambrosia. Oh, und da soll ich jetzt was draus machen? Ich würde sagen, ich fange mal damit an. Und wie kann ich das jetzt...
Und wenn ich auf den Pfeil drücke... Ja, wie kann ich das auswählen? Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Ah, das habe ich jetzt auf beiden. ja, und jetzt? Ja, das will ich doch gar nicht. So, was habe ich jetzt hier? Da. Das da, okay. Ach so, da steht das da unten. Verletzt und erzürnte Xier. Wer auch immer das ist, ich weiß es nicht. Eid kehrte nach Ambrosia zurück. Ich würde mal sagen, das da, dahin. Jetzt ist das gleiche wieder da. Also ich weiß nicht, mit der Bedienung ist das irgendwie eigenartig. Warum habe ich jetzt das da? Ich verstehe es nicht. ja, also, fehlt mir da noch irgendwas? Ich will gerne das da haben. Oder muss ich da was anderes anklicken? Eid wurde von Xir angegriffen, ja, keine Ahnung. Was war das nochmal? Eid kehrte nach Ambrosia zurück. Ja, keine Ahnung. Ne, das hatte ich ja schon. Ich will gerne das da. Moment, was war das nochmal? Entkam in einem Raumschiff der Ehrwürdigen. Ja, das hätte ich jetzt gerne da. Nö, das kann ich da aber nicht hinmachen. Und da habe ich dann das gleiche wie da. Jetzt kann ich das wieder wegmachen. Okay. Ich verstehe nicht, wie man das bedienen soll. Hallo, das geht doch gar nicht. Ich kann da rumklicken und ziehen und was und nichts geht. Jetzt mache ich das nochmal weg hier. Okay. Da kommt immer nur das hin, egal wo ich es hinsetze. Ja, das ist jetzt was anderes. Hä? Ja, das ist das gleiche wieder. Ich verstehe das nicht. Was ist das? Ah, da kann ich die alle durchklicken, bis die dann irgendwie mal da sind. Moment, was war das nochmal? Eid entkam in einem Raumschiff der Erde. Na, das will ich ja da haben. Das da, okay. Und das da... nee, das ist Ende. Ich glaube, ich habe es kapiert jetzt. Na, weiter. Das ist auch nicht das da. Also hinter jedem dieser Felder, da stecken im Grunde alle Bilder. Und man muss so lange rauf und runter klicken, bis das Gewünschte angezeigt wird. Und es gibt eins, das sozusagen so ein leeres Bild ist wie das hier. Oder ist das auch irgendwo? Ja, das ist das hier. Ach so. Ah, das ist das. Ja, okay, dann gibt es kein leeres Bild, sondern das da. Und dieses hier sind nur da, um zu sehen, was es da alles an Bildern und Begebenheiten gibt. Ah, okay, jetzt habe ich das kapiert. Okay, aber die Geschichte, die kann ich jetzt rumraten, aber die werde ich jetzt nicht erraten können. Also ja, wenn ich lange genug rummache. Aber ich muss schon irgendwie Anhaltspunkte haben. Deswegen gehe ich mal wieder weg. So, ach so, nee, zurück kann ich ja hier. Okay, schauen wir uns mal in dem anderen Raum um. Hier. Und dann muss ich mir die Geschichte nochmal anhören. Irgendwie in Erfahrung bringen. So, auch hier. Knopf drücken, oh je. Um diese empfindsamen Wesen zu verstehen, musst du auch ihre Sprache verstehen. Wie sie sich ausdrücken und kommunizieren, ist ein wesentlicher Teil ihrer Identität. Dies ist ein Beispiel für ihre Sprache, die sich vor langer Zeit auf Xenophon entwickelt hat. Versuche, diesen Text in deine Sprache zu übersetzen. Okay, ja, das kann leichter werden. So, also ich habe hier ein paar Zeichen und hier auch ein paar Zeichen, die ich aber verstehe. Und die sind nach dem Alphabet geordnet. Dann den der, das die, aha. Okay. Oh, toll. Hat das vielleicht irgendeine Bewandtnis, zum Beispiel jetzt mit dieser Schlangenlinie hier? Und dieses Zeichen hier, das taucht zweimal auf. Oder ist es das gleiche? Ja, doch, das sieht so aus. Ja. Und das hier taucht da nochmal auf. Und das da taucht da nochmal auf.
Wir haben jetzt also schon mal drei Zeichen, die gleich sind. Aber die sehe ich hier nicht. Oder? Nee. Ja, toll. Wie kann ich das zuordnen? Wie, was, wo? Ewigen? Ah, das ist das da. Erlaubt. Nee, ich will gerne das da mal sehen. Kann ich das wieder irgendwie rückgängig machen? Was? Falsche Reihenfolge. Aha, gut. Den ist das zweite Wort. Wer? Ist das erste. Ha! Wer? Den? Ach so, jetzt sind wir schon beim dritten Wort. Nee, aber das soll weg hier. Wie kann ich denn das wegmachen? Nochmal. Jetzt nochmal hin. So, nochmal. Wer? Den. Aha, okay. Wer den? Eintritt. Ewigen. Nee, auch nicht. Eintritt. Auch nicht. Wer den folgenden? Auch nicht. Wer den Ort? Hey, Moment, Ort war das doch. Wie kann ich jetzt die Dinger wieder wegmachen? Muss ich da jetzt wieder raus? Ah, das ist doch so umständlich. Und wieder rein, so. Ach. Ja, das ist echt umständlich. Also nochmal, wer den Ort? Was haben wir da nochmal? Ja. Wer den Ort des? Ha, richtig. Des ewigen. Ewigen. Da stehen sogar auch. Wer den Ort des ewigen Flusses? Das ist das einzige Substantiv im Genitiv hier. Des ewigen Eintritts, da fehlt das S, ja, des ewigen Flusses. Okay, betritt, da haben wir noch auch was. Nee, betreten. Betreten will vielleicht dann. Betreten will? Ja, das stimmt. Muss? Ja. Oh, jetzt wird es schwierig. Wahrscheinlich kommt jetzt ein Verb oder gleich. Muss die Voraussetzungen erfüllen. Also nochmal, wer den Ort des ewigen Flusses betreten will, ich glaube, ich schreibe mir das mal auf, dann nicht, dass ich das nochmal errätseln muss. Wo ist denn mein Stift hin? Mein Stift ist weg. Oh nein. Echt jetzt, der ist weg? Wo ist denn der Stift hin? Der kann doch nicht weg sein. Also, ich sehe ihn aber nicht mehr. Ja gut, ich muss eben aufstehen und mir einen holen. Augenblick. Ja, ich habe ihn gefunden. Jetzt nehme ich aber doch den anderen hier. So. Also, wer den Ort des ewigen Flusses betreten will, Moment, ich mache mal eine neue Seite. Wer den Ort des ewigen Flusses betreten will, muss, also Komma, das wird hier nicht gemacht, aber ist egal, muss Geduld haben. Nein, muss nicht Geduld haben. Muss. Die. Auch nicht. Muss. Moment. Wer den Ort des ewigen Flusses betreten will, muss. Ja, das hatten wir noch nicht. Muss jenen. Auch nicht. Muss nur. Auch nicht. Muss wissen. Nee, auch nicht. Aber was fehlt da? Muss, Bescheidenheit auch nicht. Aber Moment mal, was leuchtet denn da auf? Und wie kann man das jetzt wegmachen?
Das kann man gar nicht wegmachen. Ich muss das alles wieder von vorne machen. Ach, das ist doch langweilig. Ja, okay, dann stimmt das jetzt natürlich sowieso nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob ich da irgendwas falsch mache in der Bedienung. Also nochmal, wir versuchen es einfach nochmal. Wer, wo steht's denn hier? Wer den Ort des ewigen Flusses betreten will, muss. Ja, was muss er denn? Nochmal, wer den Ort des ewigen Flusses betreten will, muss. Dann dieses Zeichen hier. Das taucht da unten nochmal auf. Ja, dann kann ich jetzt einfach nur drei nach wieder durchgehen. So, muss Bescheidenheit. Okay, das ist nicht das Richtige. Ich will es jetzt wieder wegmachen. Ja, also ich kann auf der Maus rumdrücken und ziehen und was auch immer. Das heißt, ich kann jetzt den ganzen Mist nochmal von vorne machen. Oh, das, nee, komm, ey, das, nee, da habe ich keine Lust. Und, nee, also komm, sowas, das, nee, so macht man kein Spiel. Nee, ich bin sehr unzufrieden damit. Na gut, lassen wir das mal. Ich sehe jetzt da keinen Sinn drin, da so lange rumzurätseln. Das macht mir keinen Spaß, euch wahrscheinlich noch weniger. Deswegen lasse ich das mal jetzt mal und gehe mal zurück. Ansonsten sind wir hier erstmal, also wir kommen schon wieder zurück und machen das dann irgendwann mal. Aber da sind wir durch. Okay, dann nach draußen. Mal schauen, was es hier noch so gibt oder was wir hier noch so machen können. Aber ich glaube, da war ja nichts mehr. Nochmal da. Da und da, okay. Ich gucke nochmal eben rein, ob hier noch was ist. Naja, die zwei Türen. Und da, ja, da ja auch nicht. Ja, genau, okay. Dann gehe ich davon aus, dass es links genauso ist. Dann fliegen wir mal zurück. Jetzt sind wir hier wieder. Ach ja, bei diesem Wesen hier. Da kann man mit dem Alien reden. Oder hier. Moment, da war es zurück. Oder dann dorthin. Ja, gut. Reden wir nochmal mit ihm. Ah, das Wesen. Steckgeschichte. Ah, Geschichte. Id. Ah, vielleicht ergibt sich da... Hast du es je getroffen? Die Geschichte. In der Tat. Er wurde von den selbsternannten Meistern zu mir gebracht. Das taten sie nur, um sich in seinen Augen mächtiger zu machen. Das war also... Als sie aufbrachen, sagten sie, dass wir dieses Ritual... Was ist dann passiert? Ich konnte sie täuschen und Xir tötete stattdessen die Entführer. Danach half ich ihr. Was hast du ihm gesagt? Allerdings. Ja, warum? Wie, ja, ist gut, das haben wir alles schon gehört. So, auch wenn ich mich nicht daran erinnern kann. Abschied. So, ich will jetzt mal weg hier. Das ist mir alles zu langwierig. Da ist hier noch was? Hier, eine Felsformation, eine Felsplattform. An dieser Plattform ist nichts Besonderes. Ich weiß, diese Welt ist ziemlich öde. Nur Säulen, Felsen und noch mehr Felsen. Immerhin etwas. Zum geschützten Gebiet, wo kann ich jetzt noch hin? Zur Säule? Nee, da will ich nicht hin, dahin. Ah, Moment, doch, da wollte ich doch dahin. Da. Säule untersuchen. Achso, untersuchen. Noch eine Säule der Ewigkeit. So langsam gehen mir die auf die Nerven. Ja, ja, schon gut. Ach so. Ich will wieder weg hier zu einem anderen Planeten. Zum geschützten Gebiet. Nee, da will ich nicht hin. Die Felsplattform haben wir schon. Ja, und ich komme hier noch weiter zurück. Geht nicht. Da ist ja nichts Besonderes. An dieser Plattform ist nichts Besonderes. Ja, ich weiß. Diese nur Säule. Ja, ja, ist gut. So, nee, dann müssen wir das anders machen. Und zwar, haben wir dann was zu untersuchen? Nee, ich glaube nicht. Oh doch, eine unbekannte Substanz. Oh, ja, dann müssen wir das gleich mal machen. So, hin da. Oh, da gibt's gleich vier. Oh ja, das ist gut. Fangen wir doch mal mit der Spektralanalyse an.
Die Substanz enthält all im bekannten Spektrum. Okay. Ja, was auch immer. Die chemische Analyse. Die chemische Analyse zeigt, dass der Laufzeitfehler. Hello, Matras. Biologische Analyse. Keine Daten. Okay, das gehört wohl so. Gut, funktioniert nicht. Also wir finden da nichts raus. Schade. Wahrscheinlich ist der Analysator jetzt kaputt. Zurück. Jetzt sind wir wieder hier. Okay, ich will jetzt wegfliegen. Das muss ich dann wieder hier machen. Schauen wir uns nochmal an, wo wir dann jetzt als nächstes hinfliegen. Wir könnten natürlich mal zu diesem Gasriesen, denn da waren wir ja noch nicht. Ansonsten müssten wir zurück zu, wo ist denn der Planet hier, wo wir waren? Der ist das hier oder der? Nee, ja, hier Ambrosia, genau. Und uns nochmal die Geschichte von dem Eid oder sowas ansehen. Wahrscheinlich werde ich das abseits der Aufnahme machen, weil das ja sonst zu langweilig ist. Das ist sogar für mich langweilig. Na gut, muss dann aber gemacht werden. Okay, wir werden erstmal in der nächsten Folge auf diesem Planeten gehen und ich könnte mir tatsächlich die Geschichte nochmal anschauen. Vielleicht finde ich da noch was raus. Das werde ich einfach machen, dann können wir zügiger weitermachen. Genau, das ist eine gute Idee. Also ich weiß nicht, wo ich das nächste Mal sein werde. Wahrscheinlich wieder diese Ansicht oder auch irgendwo anders. Und wenn irgendwas Interessantes geschieht, dann werde ich davon berichten. Aber ich werde einfach nichts anfassen und dann versäumt ihr auch nichts. Okay, so, also vielen Dank fürs Zuschauen bis hierher und bis zum nächsten Mal. Tschüss.